Ja. Jetzt sind wir endgültig bei Kulturgut angekommen. Ich lasse das mal kurz wirken, so mit euch zusammen und auf mich. Eine DR600. Nach unserem heutigen Schönheitsverständnis, besonders von den alten Säcken wahrscheinlich, ist das eben so der Prototyp eines schlanken, schönen Dual-Sportmotorrads. Und die liebt der Heiko auch. Und weil wir ihn auch lieben, durfte er das Motorrad bringen. Weil normalerweise sage ich ja immer, machen wir sowas nicht. Ja? Aber der Motor, den er da drinne hatte, der war sowas von komplett Anschlagfratze. Da war wirklich nichts mehr zu retten. Und der Rest von dem Motorrad hat zwar Patina, aber wie ihr selbst seht, das sieht alles noch nicht so schlecht aus. Ja? Na gut, also der Kofferträger, den wollte ich eigentlich erst für die Videowiese noch abschrauben, aber der Heiko hat gesagt, der ist gewachsen. So sieht er auch aus. Okay, aber mal abgesehen davon, was haben wir gemacht? Also der Motor, der da drin war, war sowas von super absolut kaputt, dass du wirklich Kurbelwellenschaden, Bläulagerschaden, Kopf kaputt, kein Gewinde mehr ganz, Getriebe, der war einfach durch. Und ich hatte noch so einen DR600 Motor stehen. Und den hat der Heiko jetzt gekriegt. Und wie ihr seht, macht er auch noch einen richtig schönen schlanken Fuß. Und klingen tut er sehr, sehr leise und ruhig. Also wirklich schön. Naja, und dann haben wir also dem Heiko den Motor eingebaut. Und wie das bei der DR600 immer so ist, VM38 Flachschieber. Der geliebte Vergaser, originale 600er Flachschieber-Vergaser. Ist halt nach ein paar zigtausend Kilometern halt auch Schrott. Ihr erkennt das, wenn der Schieber, der ist normalerweise schwarz, wenn der also aluminiumfarbene Reibspuren hat, also wenn das blank ist, eingelaufen ist, Riefen hat, dann dichtet der Schieber im Gehäuse, das ist bei denen hier übrigens auch so, bei dem TM40, den wir jetzt da als Ersatz eingebaut haben, das sind wir schon beim Punkt. Wenn der Schieber im Gehäuse eingelaufen ist, zieht das Ding Nebenluft und lässt sich nicht mehr reparieren. Außerdem kann der Schieber brechen. Und die Krümel, ratet mal, wo die landen? Ja, im Zylinderkopf und im Zylinderraum. Und na, dann hast du den Motor komplett geschlachtet. Deswegen ist immer meine dringende Empfehlung, wenn ihr das seht, dass das Ding abgerieben ist, baut's raus, schmeißt's weg. Es ist einfach schade drum, aber es ist nicht mehr zu ändern, wenn du den Rest von dem Motorrad noch retten willst. Und wir nehmen eben dann den TM40 speziell für eine DR600 aufgebaut. Der hat hier hinten einen speziellen Adapterring, vorne passt er genau rein. Und auch ansonsten seht ihr ja von der Abstimmung her und so weiter, haben wir den perfekt. Und damit das arme Motorrad nicht mehr mit dem alten Gaszug rummachen muss, hat er natürlich von uns das Trottelkit gekriegt. Also Gaszug, Gasgriff, Flachschieber. Das tut jetzt dem historischen Anspruch nicht den totalen Abbruch. Mit dem historischen Anspruch ist es sowieso so eine Sache, weil der gute Heiko war schon mal bei mir und hat sich für dieses Gerät tatsächlich eine WP50 Extreme-Gabel gewünscht. Deswegen hat diese DR600 jetzt tatsächlich eine richtig gute Bremse, eine richtig gute Gabel mit richtig guter Federung, trotzdem noch ihre wunderschöne klassische Optik, und das muss ich einfach sagen, das sieht schon geil aus, ja. Schönheitsverständnis von alten Menschen, ich weiß, ich bin auch Baujahr 66. Das wird vielleicht heute nicht jedem gefallen, aber unser Schönheitsverständnis 80er, 90er Jahre Motorrad, das ist so der Klassiker und den finden heute alle wieder schön. Deswegen tut ja sogar Suzuki die 800er V-Strom auf so eine alte Diebel umlackieren. Da muss man sich natürlich fragen, warum bauen sie erst so ein gelbes Ding mit Plastik verputzt und bauen sie dann wieder auf alte Optik um. Merkt ihr es noch? Dann macht es doch gleich alt. Aber, oder ein anderes Design. Aber das ist wieder eine andere Baustelle. Das Motorrad ist ja, wie ich eben schon gesagt habe, de facto nicht verfrickelt. Die Gabel, die kommt ja von uns, muss also gut sein. Hier sehen wir nochmal schön die Brembo-Bremsanlage. Mit der 300er Scheibe ist das Ding wirklich gut gebremst. Ja? Wiegt ja auch nicht so viel. Handbremszylinder natürlich dann auch eben Brembo.
Und ansonsten passt natürlich dann zu dem WP50 Gabel, zu der Gabel und den Gabelbrücken, passt natürlich dann auch noch der dicke KTM-Lenker dazu. Das kann man schon so machen. Ja, was haben wir noch getan? Der Kettensatz, der war sowas von durig. Der ist nur vom Motor getoppt worden. Den haben wir noch neu gemacht. Und jetzt haben wir auch ein 15er Ritzel vorne reingemacht. Jetzt läuft die schön sahnig von unten raus. Richtig schöne Sache. Eine Auspuffreparatur kann man das nicht nennen, aber eine Auspuff zusammengeraffelt haben wir mit viel Schweißnähten. Und großer Liebe hat der Olli das wieder hinbekommen, dass das Teil wieder... Kabelbinder hier ein bisschen vom Auspuff wegdrehen, so dass das Ding wieder funktioniert. Das Bremsgestänge war locker, da haben wir mal schnell nachgeräumt. Also wenn ihr so eine alte Trommelbremsenkiste habt, guckt, dass die Zugstange hier, ne, also die im Prinzip die Bremsankerplatte hält, dass das alles fest ist. Hier haben die Schrauben geklappert, das reißt dann irgendwann ab. So eine Schraube muss dieses Ding zusammenspannen und auch diese Reibung unterstützt das, dass das Ganze stabil ist. Wenn du diese Schraube locker lässt, dann ist das, wenn das Ding auf dem Hackklotz liegt, dann wird die irgendwann mal durchgeschert. Und bei einer Vollbremsung, gerade wenn du sie brauchst, vielleicht keine gute Idee. Bremshebelwelle haben wir mal noch gefettet. Das sind so Dinge, da kommst du auch schlecht ran. Aber das ist bei jeder DR so. Die Bremshebelwelle läuft direkt im Rahmen, im Stahl. Machst du die nicht, dann ist das irgendwann fest und der Hebel geht kaum zurück. An dem YSS-Federbein haben wir kleine Updates vorgenommen. Das ist gute Ware, sage ich mal, wenn du nicht gerade Motocross fahren willst. Und auch eins aus unserem Programm. Und zusammen mit der WP-Gabel natürlich jetzt da ein Fahrwerks-Update, was die gute alte Lady nochmal so richtig auf 200 Sachen bringt. Ja? Mir würden schon noch ein paar Sachen einfallen, also zu dem Edelstahlkrümmer, zu dem schicken, käme bei mir mit Sicherheit ein GPR-Schalldämpfer mit klassischer Anmutung. Die Gabel würde ich noch mal ein bisschen schöner machen und hier und da Kabelbaum und vielleicht den Kofferträger ab. Aber sonstig ist das jetzt wieder so eine richtig schöne Sahneschnitte geworden. Und natürlich schrecken wir auch davor nicht zurück, sowas wieder schön zu machen. Wenn also jemand glaubt, dass er mit einer DR600 alleine und überhaupt glücklich werden kann, dann macht euch los. So viele gibt es nicht mehr. Die meisten sehen schon scheiße aus. Und wenn ihr wirklich noch eine gute haben wollt, dann nehmt euch viel Zeit und Geduld. Und wenn es Fragen gibt, wir sind ja da. Ach übrigens, vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Schuhwerk bei so 600er Kickstarter Motorräder. Da gab es ja eine alte Suzuki-Geschichte, wo Werbung, wo hier so Männermotorrad und wir kicken und dicke Wade. Das ist alles in Ordnung. Trotzdem hat der Stefan heute mal ja, den Ankickstiefel mitgenommen. Sicher ist sicher. Ne? Ja, dann sage ich mal, kickt euch doch selber ein. Ich freue mich natürlich wieder auf eure Kommentare. Und ich fahre jetzt zurück, weil es fängt gerade an, irgendwie gemein von oben runter zu regnen. Es ist eben Herbst und Oktober. Und übrigens Bastelzeit. Bis dahin.